Hallo, liebe YouTube-Gemeinde und willkommen bei einer neuen Folge Neverwinter Nights. Ja, wir sind hier mit unserem schicken neuen Bogenschützen unterwegs. Und schauen mal, dass wir jetzt ordentlich gequestet kriegen. Aha. Eine neue Quest. Ah. Du hast doch auch öfters mal was. Nein. Wo müssen wir jetzt hin? Da ist... Ach, mit Sicherheit. Ja, ja, mit darüber. Darüber müssen wir. Ist das schon... Nein, darüber auch nicht. Ist aber jetzt aber auch... Okay, der Pfad führt hier hoch. Und endet hier. Sehr interessant. Ist das hier? Nein. Und das hatte ich noch nicht. Ein Pfad, der an einer Treppe endet. Dann gucken wir einfach mal hier die. Ob die Quest genauso irgendwo im Nichts verläuft. Ein schnelles Dashen. Ah, hier geht's in die Katakomben. Die kennen wir ja schon fast. So. Also ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht natürlich. Wir haben... Ja, einiges Neues zu entdecken mit Level 60. Oh. Da ist jetzt ein neues Gebiet dabei gekommen. Das heißt, ich muss mir jetzt auch meine anderen Charaktere wieder ein kleines bisschen weiter spielen, um da die Belohnungen und das alles zu kassieren. Da auch mal wieder ganz nett. Böse, böse. Nicht haui haui machen auf mich. Oh, eine verschlossene Tür. Der hat da tatsächlich überlebt, ey. Ist ja Wahnsinn. Hey, Endgegner. Sieht aber nicht sehr hübsch aus mit dem Ero. Das hast du jetzt davon. Oh, ein Gewölbepaket habe ich gekriegt. Und hier kann ich es direkt einsetzen. Das ist ja super. Ah, was ich brauchen kann. Naja.
Ein Diebespaket. Ah nein, das ist die Quest. Neue Infos braucht der Typ. Dann nehmen wir doch, aber sicher. Kann ich zwar noch nicht brauchen, aber besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben, ne? Und doch mal gucken, was die eine Quest da ist. Ach, die Aussperrungskugeln ist doch. Ah, die Aussperrungskugeln aktivieren. Na ja, gut. Okay. Die ist aber auch neu. Die Quest, die hatte ich vorher noch nie gehabt. Hier in der Stadt weiß ich, wo noch eine ist. Ich glaube sogar, ich weiß, wo noch die andere ist, aber das geht ja nebenbei. Da soll man sich da schon das Gebiet angucken. Was kriegt man denn dafür? Drei Aussperrungskugeln. Ah ja. Ah, der zeigt dann doch das Schild. Jetzt auch Gott sei Dank schön den Weg. Jetzt, wo ich endlich mal gerafft habe, was das ist. Ja, die Spur der Krone. Black Lake Viertel, ah ja, wunderbar. Und nicht nur wegen dem Seeschlamm. Die Nasher haben sich offen gegen Lord Neverember gestellt und greifen jeden an, der sich ihrem Anführer Karsof gegenüber nicht zu leugnen. Oh, schön. Dann machen wir noch die letzte Serie und dann können wir direkt weiter. Ah, darüber. Bei der letzten weiß ich gar nicht, wo die ist. Ja, doch. Ich weiß es nicht. Ich finde die immer ganz interessant. Also man kriegt einen schönen Überblick über das Gebiet. Sieht auch ganz nett aus. Schick, was für zwischendurch. Und dann gehen wir auch direkt ins Viertel und gucken mal, dass wir ein paar Banditen verkloppt kriegen. Da kriegen wir auch eine Tasche. Das ist natürlich super. Oh, ich will Level 10 sein. Krieg ich meinen Reit? Ne, 20? 10? Ey, bei 10 kriege ich nicht mein Reittier. Ich glaube, bei 20 kriege ich mein Reittier. Ich will auf jeden Fall mein Reittier haben. Ich hasse es, zu Fuß zu gehen. Ach ja, das ist hier hinten bei der Mondsteinmaske. Stimmt, aber ich glaube, da habe ich noch nie durchgeguckt. Ne, da habe ich noch nie durchgeguckt. Da hinten um die Ecke rum war ich noch nicht. Ah, die Mondsteinmaske. Ah, so, Spur der Krone. Ein Level 6er Quest, ob wir die schaffen werden. Ja, das ist eine sehr schöne Videosequenz. 9 Minuten. Ich habe heute nicht so viel Zeit. Ich muss nämlich gleich noch das Ganze rendern, damit ihr das überhaupt genießen könnt, weil gestern kam es raus. Gestern konnte ich eine Folge aufnehmen, rendern und hochladen. Dementsprechend ist das heute muss ich den ganzen Tag arbeiten eigentlich. Das ist jetzt meine Mittagspause. Ich fahre gleich wieder auf die Arbeit und hoffe dann, dass der mit dem Rendern fertig ist, bis ich wieder daheim bin. Dass ich heute Abend noch eine Folge aufgenommen kriege.
Ansonsten komme ich nämlich zeitlich ziemlich in die Bredouille. Aber gut. Ich werde es schon irgendwie packen. So. Zuerst mal ein bisschen Tant verkaufen, den ich nicht mehr brauche. Das da könnte ich das nicht, anlegen, kann ich das noch nicht. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Gut, was können wir hier kaufen? Ich weiß noch gar nicht, was der hat. Also Arcanes-Paket, Gewölbepaket habe ich noch, Naturpaket habe ich noch. Naja, dann schauen wir mal Diebespaket. Zwei Stück. Wo ich mir jetzt natürlich nicht sicher bin, was der genau braucht. Also selber kann. Religionspaket zwei Stück. Das da kann ich noch. Ah nein, Quatsch. Das da konnte ich nicht verkaufen. Das war doch besser als das, was ich habe. Das da aber. So. Inventar. Gut, das. Und dann tue ich direkt den Fummel verkaufen wir noch. Und dann gucken wir, dass wir hier noch eine Quest gemacht kriegen. Bevor ich auf die Arbeit muss. Bewegt euch in diesem Viertel äußerst gestatten. Unsere heißeste Spur zu Karsoch und der Krone ist ein Beutelschneider namens Gothwin Cooper, der Oh, an dem Diebstahl. ist das denn? Riecht ihr es? Der Geruch von Blut liegt in der Luft. Ah, nein, da ist das Gemisch, das mache ich später. Wie sollen wir in diesem Gnäscher sind selbsternannte Rebellen, aber in Wahrheit. Von hier an müsst ihr vorsichtig sein. Das gesamte Gebiet ist unter Kontrolle der Gnäscher. Ihr Anführer das gesamte Gebiet. Und sie greifen momentan jeden Fremden an, der ihnen über den Weg läuft. Unser Befehl lautet, dieses Tor zu verteidigen. Also ist dieses Gebiet noch sicher. Ich empfehle euch aber dringendst, einige Münzen in Heilungstränken anzulegen, bevor ihr euch weiter hinaus wagt. Naja, nicht wirklich. Heilungstränke werde ich aber kaum brauchen. Und selbst wenn, hab ich ja noch welche. Böser Kleiner. Oh, Stiefel sind immer gut. Ich glaube, ich habe noch keine. Oh, und finden du mir auch noch Heiltränke? Das ist ja dann gar kein Problem. Nix fallen gelassen, die Kerle, also wirklich. Ziel erfüllt. Zu spät, schon tot. Oh, hier ist ein neues Lager. Cool. Was war das sonst da vorne?
denn? Den haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, ey, Mann. Eine richtig neue Sachen. Ah. Mir richtig hier sich Mühe gegeben. Und haben hier wirklich auch einiges verändert, scheinbar. Sehr, sehr interessant. Ja, wirklich. Macht das Ganze direkt um einiges spannender. Wenn das überall in jedem Gebiet ist, dass sie da einiges geändert haben, da hat man ja ein ganz neues Spielgefühl. Na, gucken wir mal, ob wir jetzt noch ein Level aufsteigen, ob wir noch eine neue Fähigkeit bekommen. Schriftliche Nachricht? Anscheinend wollen nicht nur wir von Godwin erfahren, wo sich Karso... So, was haben wir denn jetzt hier? Todesratten, eine Bande widerlicher Wehrratten, entführt, um die Informationen... Identifizieren. Ah, sind wir direkt schon besser ausgerüstet wieder. Eine neue Kraft. Ah, da brauche ich noch... müsste ich eigentlich... Ich werde einen uns bekannten Eingang auf Rain of Arrows. Aber nehmt euch in Acht. Godwin wird ohne Zweifel tief in ihrem Hort gefangen gehalten. Was haben wir hier? Das Blackleist-Viertel ist feindliches Gebiet. Seid gewarnt. Aha. Hiermit kann ich die Klappe schon verlangsamen, so wie es aussieht. Ich glaube, das machen wir einfach mal. So. Das könnte nämlich sehr praktisch sein, wenn man die Gegner verlangsamen kann. Vor allen Dingen, wenn man nachher an stärkere Gegner kommt. Außerdem hatten wir hier, gut. Ah, da müssen wir jetzt mal ausprobieren hier. Tschuck, tschuck. Naja, er hat das nicht überlebt, okay. Nee, doch, da gehen wir noch schnell rein. Das müsste ich eigentlich noch schaffen in meiner Zeit, die ich mir gesetzt habe. Und dann muss ich mich aber wegmachen. Autsch. Ich glaube, das hat wehgetan. Da hoch mit Sicherheit nicht, hä? Nee.
komm ich nicht hoch. Ach, bloß das war's. War das die Quest? Abgeschlossen. Ja, langsamer scheint aber nicht zu sein, aber vielleicht geschwächt oder sowas. Naja. Auf jeden Fall haben wir eine Quest mehr abgeschlossen. Und zwar hier so eine Sonderquest, die jetzt nur für meinen Charakter da ist. Ja, hat jeder Charakter, hat solche Sonderquests. So, ich persönlich bin für heute fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen dann wieder ein bisschen länger. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich auf 20 oder auf 30 Minuten das Ganze mache. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, sagt mir doch Bescheid in den Comments. Ob ihr lieber 20 oder 30 Minuten Parts haben wollt. Ich werde mich dementsprechend dann sehr wahrscheinlich darauf anpassen. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, wer alles was erzählt. Bis morgen dann, wenn alles gut geht. Tschüss.